Da wird der Steinboden aufgebuddelt. Jenda steht schon bereit. Und wir haben jetzt noch jemanden, der zuguckt. Mann, das erste Turnier zu dritt. Und damit hallo allerseits. Und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Braver Junge. Boah, das mit dem Kapuzenschal sieht so cool aus. Hundeflüsterer. Fortschritt. So, jetzt hier, Herr Herold. Wir lassen uns einquartieren. Aber zackig. Gott sei mit dir, Junge. Das kann ich für dich tun. Das ist so gut mit dem Kapuzenschal. Ich würde gerne bis zum Beginn des Turniers hierbleiben. Natürlich. Hast du genügend Geld? Gerade so. Hier, bitte. Mach's gut. Mach's gut? Nee, nix da. Wir bleiben hier. Also ich habe die Befürchtung, dass wir jetzt einfach durch sind, dass es da jetzt nichts mehr Besonderes gibt. Also, wenn es da noch was von Leiper gegeben hätte, dann hätten wir halt ein Leiper-Wappenschild bekommen. Aber ich denke mal, das war's jetzt. Jenda ist noch da, da wird wieder aus der Pfütze gesoffen. Aber ich will der Sache nachgehen, deswegen gucken wir mal, was wir, ich hoffe wir gewinnen, was wir hier als nächstes bekommen. Können ihr mir auch sagen, bleib, Moment. Ne, die beiden, ach Mann, können wir nicht ihn auf Jenda setzen? Er kann ja gar nicht drüber gucken. Mann, dann geht er halt, na da oben ist er auch, kann auch nicht drüber gucken. Aufs Dach müssten wir kommen und er müsste halt mitkommen. Da, jetzt kommen beide an. Ganz gerne, dass er hier hochkommt. Mal gucken, ob er das schafft. Ob wir das schaffen, dass wir ihn hier hochbekommen. Dann kann er wenigstens von der erhöhten Position aus zugucken. Ich glaube, das wird sehr schwierig. Ich meine, er streunert ja immer um uns herum. Okay, dann ist er halt etwas eigenwillig und... Jenda, was machst du? Und ist halt hier unterwegs. Yes, lass Jenda in Ruhe. Genau, es gibt Ärger. Das wäre so cool, wenn er auf Jenda draufhüpfen könnte und dann, wenn man zu lange nichts mit ihm macht. Naja, ich bringe Warhorse auf Gedanken. Ich hoffe, die setzen die auch um. Fürs nächste Spiel. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Der Kapuzenschal ist aber schmutzig hinten. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Gerne, sofern du das Startgeld aufbringen kannst. Gemäß Herrn Hanuschs Regeln sind... Naja. Sicher? Das schreibe ich mir auf. Heinrich, sagst du? Korrekt. Ich muss wissen, welche Waffe du wählst. Das Langschwert. Das Langschwert. Das finde ich am besten. Gut, mach dich bereit. Du kommst als nächstes. Mach's gut. Aus welchem Spiel kennt ihr Korrekt? Argo. Aim. Na? Wer kommt drauf? Der erste Streiter ist Pavel, genannt Rehbock, aus der Garnison von Herrn Sebastian vom Berg. Und auf ihn trifft Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig-Kobilla. Heißt die Kämpfer willkommen! Muss den Köter. War da gerade? Die Streiter haben den Kampfplatz betreten und der erste Zweikampf möge beginnen. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Herr Hanusch ist noch nicht munter, hä? Wie ging das nochmal? Okay. Hoppa. Puh. Das sah ja böse aus. Sag doch nicht sowas. Jetzt blutet er schon ganz böse. Und das war's schon. Noch etwas beflügelt vom Spaziergang mit Theresa, noch ein klein wenig laut Symbol. Oh. Der zweite Kampf wird gewiss nicht weniger spannend. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Kriegshammer, da habe ich jetzt ein Bild im Kopf. Es geht schon los. Mann. Soll mich jetzt noch umgucken? Ist wohl genug. Jenda,
Schau nochmal kurz. Na, dann gucke ich halt nicht. So, Moment. Yenda. So, das muss sein. Bei Kriegshammer habe ich jetzt das Bild im Kopf, wie der Papa von Thea und der Stieber umgebracht wurden. So eiskalt. Einfache Leute, 0,0 Rüstung. Hammer ins Gesicht. Das war so übel. Aua! Hammer ins Gesicht, ich glaube, sagt. Komm, geh schon sterben. Ich will wieder mit dem Langschwert kämpfen. Mist. Oh, mit dem Hammer auf dem Kopf, das ist so übel. Ja. Er hat zwar noch einen Helm auf, aber trotzdem ist das übel. Antäuschen unten rechts und dann, jawoll, noch einmal draufsetzen, Mist. Der Kampf geht gerade ganz schön lange. Hätte es dann beendet werden müssen, das wäre es gewesen. Das ist halt so lange. Ich will mich ja nicht beschweren, aber geht doch. Der Sieger des zweiten Kampfes steht fest. Es ist Heinrich aus Galitz. Als Sieger dieser Runde erreicht er die Bogenschütze nächste Runde. Als Sieger dieser Runde erreicht er die nächste Runde. Pennt der Herr Harnusch noch? Endlich wieder Langschwert. Befehlshaber der Tallenberger Wache. Und auf ihn trifft Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig-Kobilla. Heißt die Kämpfer willkommen! Was mir gerade noch durch den Sinn geht, wäre lustig, wenn wir als Heinrich mitbekommen würden. Da sieht er aus wie ein schwarzer Peter. Wenn wir als Heinrich mitbekommen würden, wie der Herr Pfeiffer jetzt, nachdem wir wissen, was da mit Theresa und dem Herrn Pfeiffer war, mit Papa hat da was ausmachen wollen, dass wir die beiden mal in dem Gespräch sehen, dass er mal nach unten zur Mühle geht und einfach mal miteinander reden. Das wäre lustig. So als Anspielung für die, die den DLC gespielt haben. Das wäre schon cool. Hey, der hat geschummelt. Ups, was hab ich denn jetzt gemacht? Den letzten Schlag verkackt. Nein, ich bin doch jetzt dran. Sag mal, weißt du das nicht? Kannst du nicht lesen? Lern mit dem langen Schwert lesen und schreiben. Oben schlagen und dann Riposte, dann kommt das bei raus. Nein, jetzt habe ich zu früh gedrückt. Kann doch nicht wahr sein. Au. Hier ist noch immer etwas beflügelt vom Spaziergang, laut Symbol. Selber. Au. Mist.
geht doch. Mann, das war aber eine schwere Geburt. Erste Kampfrunde ist beendet und der Sieger ist... Wo ist denn der Herr Hanusch? Der zweite Kampf wird weniger spannend. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Uns erwartet ein harter Kampf mit Axt und Schild. Ich tippe mal darauf, dass es keine Leiper-Sachen mehr gibt. Leck mich ich würde gerne eines Besseren belehrt werden. Ey. Hast du Asthma? Steck uns ja nicht an, du. Dünk. Das klang wie Holz. Holzkopf. Er hat auch gleich die Hosen voll. Unter die Nase. Der Sieger des zweiten Kampfes. Thaddäus. Heinrich aus Galitz. Da er diese Runde für sich entscheiden konnte, jetzt erreicht er die nächste Runde. War er die ganze Zeit schon da oben? Oh. Weiß nicht. Aber wenn, dann habe ich ihn jetzt gesehen. Den hiesigen Kampfplatz betritt nun Heinrich aus Galitz. Das ist doch der vorhin hinten stand. Herrn Ratzig Kobilla. Und ihm steht gegenüber Laszlo, Krieger aus Ungarn, der Türkenschlechter von Nikopolis. Den hatten wir noch nie als Gegner. Kämpfer willkommen. Ob der auch besonders ist oder einfach nur so einen besonderen langen Namen hat. Oder Titel. Alles ist bereit oder Ruf. Für den ersten Kampf. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Langschwertern. Mögen die Langschwerter singen. Ach, er redet auch wie ein Kumane aus Ungarn. Das ist ja interessant. Ist das der allerletzte Gegner, den man beim Turnier haben kann? Also ansonsten kommen nur allgemeine. Ist das nochmal so die Krönung, nachdem der Schwarze Peter und die ganzen Leiper-Sachen weg sind? Das ist ja interessant. Das ist ja cool. Oh, oh. Mist. Hä? Verstehe ich nicht. Au. Auf die Mütze. Mist, hat schon wieder. Der ist schon flink. Nicht wirklich fassbar oder unfassbar, hat er gesagt. Batz, batz, batz. Das mag ich so sehr. Oh, auf Jender gesuppt oder wie oder was? Kann aber nicht wahr sein, du. Lümmel. Oh Mann, schon wieder Langschwert vorbei. Der hat sich einfach nur so gut getarnt, oder? Würde mich nicht wundern. Wir müssen noch den Henslin treffen. Der zweite Kampf wird gewiss nicht weniger spannend. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Unsere Recken kämpfen mit Jagdschwertern. Sag mal Nitschak. Und allen voran soll er uns mal verraten, was das überhaupt heißt. Ich hoffe, er sagt's mir. Ich glaub's nicht, aber es wäre so cool, weil dann würden wir es womöglich oben im nicht unter Übertitel lesen. Hoppala, das war ganz schön spät. Unter die Nase, das war's noch nicht, okay. Aua. Aber er blutet schon.
Jawohl, es war zwar nicht die Drehung, aber die muss, glaube ich, von oben rechts oder links kommen. Der Schlag, aber auch schick. Gerti! Gerti. Ja, den meine ich, den Gedrehungsdreh. Hä? Ach so, verblutet. Naja, gut. Der Sieger des zweiten Kampfes steht fest. Es ist Heinrich aus Galitz. Yeah. Hochverehrte Edeleute und Bürger, dies war der letzte Kampf des heutigen Rataia-Turniers, für das wir alle Herrn Hanusch von Leiper unseren Dank schulden. Der Ruhm gebührt dem Sieger Heinrich aus Galitz, Waffenknecht im Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Unser gütiger Herr Hanusch wird ihm seinen Preis übergeben. Jetzt bin ich aber auch mal gespannt, ob er noch auf uns wartet, dieser Ungar, der Türkenschlechter, schlechthin. Sieht doch immer so schick aus mit den Fahnenstangen und mit den Fahnen, die da drüben hängen. Hey, nicht auf... Pfeifen. Hier, Heinrich, dein Preis. Danke. Hab vielen Dank. Wohlverdient. Metallplattierte Streitaxt. Da kommt wohl nichts mehr von Leiper. Aber es ist nicht wieder was zum Verteidigen, kein Schild. Insofern ist das wieder was, in Anführungszeichen, Besonderes. Jetzt bin ich aber auch mal gespannt, ob wir, wenn wir aus irgendwo rausreiten, hey, da ist er wieder, ob wir jetzt diesen Ungarn da treffen oder läuft er noch hier rum? Laszlo, der Ungar, der läuft hier noch rum. Lief der schwarze Peter hier auch noch rum oder ist er dann despawned und dann gleich da an die Rateimühle gesetzt worden? Ja. Hoppala. Pass doch auf. Genau, das habe ich jetzt erwartet. Ja. Ich werde mal hier oben kurz rausreiten. Gucken, ob er hier lauert. Jetzt denke ich bei Ungarn direkt immer an böse Buben. Die Kuman. Aber hier ist auch eine schlechte Gegend für den Hinterhalt. Was will man hier machen? Seil spannen zwischen den Grashalmen? Ich glaube, hier wird nichts sein. Hier die Leute an ankläfft. Wir können ja mal nicht zur Rattermühle reiten, sondern links davon ab zum Henker Hermann. Mal gucken, ob er da lauert. Wenn er überhaupt lauern kann. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal nach Leditschko gehen, denn ich will mal gucken, ob wir den Helsin irgendwo treffen können. Der die Adela so angegangen ist und eigentlich erwarte ich da schon was. Ja. Dass es da irgendwie noch eine Begegnung geben kann. Achso, um es mal aufzulösen, falls ihr nicht drauf gekommen seid. Dieses Correcto Argo I'm. Das ist Age of Empires. Zwei. Das sagt ein Geistlicher. Ein Mönch. Weiß nicht, ob er aus Sasa ist. So, hier ist es relativ verwinkelt. Hier könnte etwas sein. Man geradeweg durchreiten muss oder hier hoch. Jetzt sind wir einmal diesen Hinterhalt vom Schwarzen Peter. Jetzt denke ich, bei besonderen Gestalten, die uns gegenüberstehen, hey, direkt an was Böses. Ich hoffe, das Feld wurde gut gedüngt. Wir können die beiden auch mal oben besuchen. Wenn wir gerade mal hier sind. Eigentlich nicht zu schnell reiten, falls hier wieder ein Seil gespannt ist. Oder ein Karren in der Kurve steht. Hier scheint aber nichts Böses unterwegs zu sein. Die Bianca, die hat den Ring dann auch getragen und stolz jedem gezeigt, den Ring, den Theresa ihr geschenkt hat. Hier
Hier oben ist eigentlich Ende Gelände, oder? Karte? Ja, im Grunde schon, aber da waren wir ja noch gar nicht. Da werde ich mal etwas weiter vorpreschen, gleich noch. Mann, das ist so schade, dass das mit Theresa jetzt schon vorbei ist, ihre Geschichte. Hier die Wand anstarrt. Hey, ihr beiden, wie er auch irgendwohin starrt. Wie geht's euch denn? Ist ja eh gerade keine Gefahr hier und die nächste lauert bestimmt nicht so bald. Wie spät ist es? Ach stimmt, die Turniere gehen immer bis spät. Kann sie nicht wach machen. Sie pennt und er ist womöglich bei der Schenke. Beim letzten Mal konnten wir sie aufwecken, weil halt eine Quest anstand. Jetzt geht das nicht mehr und ob er allgemein immer bei der Schenke sitzt, denke ich schon, ja. Ja. So früh schon pennen. Macht ihr das immer so? Ist ja noch nicht mal 20 Uhr. War vielleicht ein harter Tag, aber ist ja noch putzmunter hell. So, der Weg führt hier hinten lang. Dann gibt es irgendwann eine Ansage. Ach, Ringelblumen, so viele Ringelblumen. Ja. Dass Heinrich nicht weiter will, weil... Ist halt so. Wenn ich die Provinz verlassen will, muss ich Herrn Ratzig um Erlaubnis bitten. Das ist interessant. Hier ist wirklich eine unsichtbare Wand. Hier kann man nicht weiterreiten. Reiten im Wald ist es ja so, wo wir das jetzt bisher mal gesehen haben, dass man da noch ganz langsam in die Richtung gehen kann. Aber hier ist sofort Schluss. Hier läuft man gegen eine unsichtbare Wand. Warum kannst du da sein? Wolken weg. Da rein gehe ich jetzt nicht, wobei das vielleicht was Interessantes ist. Genau im Karteneck. Und hier schon wieder langsam. Ja. Wow. Ja. Wurden die also begraben. Die Liebsten von Theresa. Das ist schön, aber wäre auch schön gewesen, wenn wir das selbst hätten machen können. Oder zusammen mit Heinrich, aber jetzt zusammen mit Heinrich wäre auch blöd, denn die liegen ja schon ziemlich lange da. Wie viele Tage? Beim letzten Mal gucken hatten wir 150 Spieltage, im Spieltage verbracht. Also ein halbes Jahr. Wäre auch etwas spät, der Gedanke. Naja, ist jetzt nicht schlimm, aber ihr merkt vielleicht schon, hier geht's nicht weiter. Ja. Unsichtbare Wand? Nee, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Ihr merkt vielleicht schon, ich würde gerne, dass das Spiel viel mehr Inhalt hat. Ja. Weil im Grunde haben wir jetzt alles gemacht. Ja. Hier ist auch eine unsichtbare Wand. Nee? Ja. Dann war das bloß Hang. Das sieht ja auch cool aus von hier oben. Wieso steige ich den gerade ab? Ich wollte eigentlich auf die Karte gucken. Wir können sogar noch ein Stück nach rechts. Ich will das jetzt einfach aufdecken. Unsere Gesundheit ist gar nicht maximiert. Ja. Jagdgebiet, Rehe. Oh, oh, da können wir böse runterfallen. Da geht's nämlich steil nach unten. In der Ecke waren wir generell noch gar nicht, aber wenn ich da jetzt zwingend hin... Wir waren schon aufs Schatzsuche, aber naja. Die wichtigsten fiesen Wolken haben wir vertrieben. Bevor ich jetzt aber wieder verreise. Ich will jetzt nochmal nach Ledetschko. Es ist schon etwas spät. Ist es ein kleines Schweinchen? Nein, ein Steinchen. Gucken, ob wir da irgendwie auf den Hellsien treffen können. Ja. Mann, steht die Sonne wieder günstig. Ja.
Scheiße! Sie greifen uns an! Oh nein! Nein! Nein. Was willst du? Wie die Schiss haben vor diesen einfachen Leuten. Ja. Okay, ich werde schon nicht die Falschen umbringen. Das wäre dann der erste Tote, nachdem wir unsere Fahrt nach Uschitz unternommen haben. Aha, die Wächter machen ja gar nichts. Okay. Ja. Ist nicht schon tot? Was? Die Wächter haben Schiss? Geht's noch? Ja. Ja. Das ist ja interessant, wir haben keine Pfeile dabei. Ja. Die habe ich abgelegt, als wir mit Theresa gesprochen haben, ne? Nee, hä? Ich habe den Bogen einfach noch gar nicht in der Hand. Jetzt haben sie wieder das Interesse an uns verloren. Die haben uns wieder aus den Augen verloren, sage ich mal so. Hey, wer ist? Ins Knie. Wer ist da? Heinrich kommt euch besuchen. Und der erste Tote, nachdem wir mit Johanka gesprochen haben. Aber ohne geht's halt nicht. Irgendwann muss es halt mal wieder so sein. Jesus Christus, hab Erbarmen! Ich gebe auf, siehst du das? Siehst du das nicht? Du bist frei. Lass deine Waffe hier und geh. Also mit Helm sieht das etwas komisch aus. Wie ein Ritter, dem kalt ist. Aber... warst du jetzt der entscheidende Punkt, Köter? Brennnessel. Wo hat denn die Waffe genau hingelegt? Da. Zimmermannsaxt. Einfach nur mitnehmen, damit er sie nicht wieder aufsammeln kann. Oh, Fleisch dabei. Das geben wir den Hund so schnell wie möglich. Jetzt geht's wieder los mit wir sammeln Sachen von den Leuten ein. Die haben ja immer noch Schiss. Sind die ja festgebunden oder was? Komisch. Warum haben die Schiss? Vor allem jetzt sind die zu dritt gegen einen. Der kriegt ja auch gar nichts mit. Was war das? Ah, die bleiben automatisch stehen, wenn man die bestehlen will. Halt, bleib doch hier. Was ist das denn für ein Müll? Ja, schon gar nicht mehr da. Doch. Ah, okay, der wird automatisch hier bleiben müssen. Halt. Oh ne, ich sollte nicht mit dem Schwert stellen, denn dann passiert nämlich das. Aber das habe ich jetzt auch bewusst gemacht. Aber der Gedanke kam mir wieder. So, sind die Wächter uns jetzt wohlgesonnen oder genau das Gegenteil? Der ist immer noch da. Stimmt, da war ja was. Ohne Schwert sieht das ja so aus. Einfach mal drauf treten. Oh Mann. Eine Dornenkeule. Und jetzt greifen die uns an, weil wir welche umgebracht haben. Achtung, Achtung. Wie nix mit Danke, dass du uns auch geholfen hast. Ihr seid Nasen. Was machst du denn da hinten, Jenda? Ja. Johanka wird es uns verzeihen, was wir getan haben. Und die Heilige Maria und wer noch alles dahinter steckt auch. Also ohne Helm sieht das ziemlich cool aus, dass der Kapuzenschal, aber mit Helm etwas nicht albern, aber seltsam. Ja. Vielleicht sollten wir doch erstmal pennen gehen. Es war ein langer Tag, wir haben die Ohren gespitzt. Und nun ist Schluss. Tag vorbei, es regnet mal wieder. Und am nächsten Tag geht sofort wieder baden. Ich meine, wir haben Blut abbekommen beim Turnier.
von den Gegnern. Und gerade eben das wieder und wir sind übers Feld, über die Wiese geritten. Und hier wird immer noch emsig gearbeitet. Der Peschek. Theresa, die Zauberin, mal wieder. Das sehen wir nicht zum ersten Mal, dass sie diese Spielchen macht. Pass doch auf. Ja. Okay. Oh Gott, es hat halt 63, wir machten sowas. Es regnet, es ist schon spät, wir gehen pennen. Draußen wird noch gearbeitet. Im Regen. Es hat halt 87 Energie, noch 93 gehabt. Dieses Kingdom Come Deliverance, ey. So ein tolles Spiel. Irgendwie kommt es mir vor, als würden wir das schon wirklich seit 2 Jahren spielen durchweg. Ein klein wenig Eingewöhnung brauchte ich mit Folge 361 und danach, aber es fühlte sich sofort wieder sehr vertraut an. Spiel gespeichert. Und immer noch nichts auf dem Teller. Ringe, Blumen pflücken. Achso, ich wollte ja das Fleisch direkt dem Köter geben, weil ja, war ja schon ziemlich am Ende. Geht das noch? Ist das noch in Ordnung? Es darf keine Farbe haben. Also der Wert. Nein, das bekommst du nicht. Du bekommst nur feines Fleisch vom Fleischer. Ja. Mir fällt gerade wieder ein. Ja, das sieht etwas seltsam aus, aber geht noch. Da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Ich sag nur, die Warhorse-Beckenhaube mit dem Kranz obendrauf, die sieht schlimmer aus. Auf jeden Fall. Das sieht echt schick aus. Ja. Grüß Gott. Wie kann ich zu Diensten sein, edler Ritter? Edler Ritter mit roten Kapuzenschal. Ich bin an eure... Aha. Ein Bad. Und ich will mich erholen und meine Kleider reinigen lassen. Du wirst es nicht bereuen. Platsch. Ich wollte eigentlich nach Ledetsch kommen. Mir fällt gerade ein. Neuer Tag, neues Glück. Ja. Moment, Moment. Wir haben es gleich. Am Ende mache ich uns jetzt ganz umsonst, ganz schick. So, grünes Hemd, leise Treter und was Grünes untenrum. Nein, überladen. Peschek. Hilfe. Nix, edler Ritter? Na, sind wir auch gerade nicht so. Sehen wir zumindest nicht aus. Ich habe hier Ding. Verkaufen wir aber nicht die falschen Sachen, zum Beispiel den Scarletzer Schild. Nein, hat Theresa geschenkt. Und er ist auch Scarletz. Was ist denn das hier für eine Sortierung? Die haben wir ja bekommen beim Turnier. An sich ist es ja gar nicht so viel, was wir eingesammelt haben. Wir haben halt auch viel bekommen. Also den Schild und die Streitaxt zum Beispiel. Sonst ist ja bloß Kleinkram. Ich würde Sachen so gerne besonders markieren für
Hier, die will ich mir besonders merken, weil die sehen an sich gleich aus, aber hier, das ist zum Beispiel von Theresa. Oder allgemein, dass man die einfach nicht verkaufen kann, die Sachen. Genau, die allen voran. Die haben ja bloß abgenommen, damit er nicht weiter herumschlagen kann. Da, 90er Ruf. Nun. Peschek, weil du's bist, weil du's bist. Hier. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Nun denn. Noch sind wir zu schwer. Ich gebe das mal hin, da ich will das nicht in die große Truhe tun. Am Ende haben wir schon was Ähnliches. Ich will das gesondert haben. Waffen, die da, Satteltasche und du auch. Theresa frühstückt bestimmt hinten oder sitzt da einfach nicht mehr da. Hey, du Schönling. Schönling. Sehen wir aus wie Herr Hans Capon? Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Sehr gerne. Oh, geil. Kann man jetzt wieder reden oder haben wir schon alles geredet, was ging? Oh, wieder woanders, das ist ja cool. Übers Wasser? Wie das? Hier am Wasser gefällt es mir. Aber warum bist du die ganze Zeit so still? Was treibt dich um? Die Schenke ruft. Mist, wir haben den Bogen ja noch dabei. Du treibst mich um. Oh, inwiefern? Weißt du, dein Aussehen betört mich. Ah, du findest mich also hübsch. Ja, vor allem wenn du lachst. Ich habe befürchtet, du sagst, vor allem wenn du nichts anhast. Jetzt, wo du es erwähnst. Komm her, du Charmeur. Wie einfach nur so und wir mal bekommen gar nichts mit. Dann, Heinrich. Leb wohl. Leb wohl? Nein. Am Ende ist die Spaziergang-Geschichte jetzt wieder vorbei. Für immer. Bis zum nächsten Theresa DLC. Nein. Deswegen würde bist es du denn gekommen? Ja, weswegen? Denn wegen dir. Okay, es wäre noch möglich. Boah, Mann, ey. Mann, das war's schon. Naja, wir haben gezeigt, dass wir mit ihr gerne Zeit verbringen. Aber klar, jetzt habe ich nichts Großartiges erwartet im Sinne von, es gibt wieder irgendwas zu besprechen oder zu fragen und dergleichen. Mann, ich wollte auch wieder eine ab 18 Folge kennzeichnen. Mist. Na, sicher ist sicher, weil ich will jetzt mal nach der Detschko noch kommen, damit ich das in dieser Folge noch schaffe. Und wer weiß, ob da jemand lauert. Die haben wir gerade nicht angehabt, weil ich schon andere Sachen angezogen habe, die übertrumpfen, sage ich mal. Der Schal bleibt an, der hat auch nichts abbekommen, sehr gut. Sagt die Thea zu uns Schönling. Ja. Wehe, der Helsin, der enttäuscht uns. Das Herz mit dem Pfeil drin ist wieder voll. Weil wir Zeit mit Theresa verbracht haben. Ein reisender Ritter, schade. Es regnet. Eine stinknormale Wache. Ich versuche mal aus allen Ecken rauszureiten. Also jetzt nicht bloß aus einer Seite und dann... Na, da ist nichts. Da wartet einfach. Der Helsin wartet einfach nicht auf uns. Aber ich glaube,
Jetzt sind wir schon zu weit. Wobei, ich gehe noch um die Kurve, weil die ist ziemlich hinterhältig hier. Da könnte was sein. Nee, ist nix. Ich glaube, hier ist nix. Jetzt kommen wir wieder den bösen Buben zu nah, die hier immer sind. Dann sollten wir mal aus der Richtung des Badehauses aus Ledetschko rausreiten. Bis wohin? Bis es hoch zu den Ködern geht? Geht's bei den Müllern hinten noch raus? Bei der Bäckerei? Nach oben geht's ja auf jeden Fall raus. Da geht's zum Klopfrad hin. Ja. Hier ist das Badehaus, wo man uns ganz, ganz gern hat. Und hinten in der Ecke geht's zu den Ködern bei Ledetschko. Zwischen Ledetschko und Sasau. Da ist jemand, aber das sind einfache Leute. Ja. Waldmensch, und hier scheint auch nichts zu sein. Hier kommen ja am ehesten wieder die bösen Buben, die hier generell auf uns lauern. Ich dachte gerade eben, da ist was gespannt, aber das war bloß der Schatten. Okay, dann ist ja auch nichts, dann war das womöglich einfach nur heiße Luft. Vom Hellsehen. Ja. Was mich auch nervt, dass wir die Knochen nicht abgegeben haben, aber da hätten wir einfach in der Quest bleiben müssen. Im Sinne von allen voran auch nicht auffallen und vor allem nicht erst dahin gehen, als es fehlgeschlagen ist. Aber Henker Hermann war wichtiger. Dieser Höllenhund wieder. So, da hinten geht's glaube ich nicht mehr, wobei ist auch ein Weg. Und da steht ein Stein für Drahomira. Das ist jemand, der hier immer ganz gerne langläuft. Hieß die hier oben nicht Kunhuta? Wer war nochmal die Kräutertante Gertrude? Da war das Klopfrad. Ja. Da wurde ja auch vom... vom Inquisitor gesagt. Ja, das wird Konsequenzen haben. Dem gehe ich dann später nach. Ja. Auch noch mal kurz gucken. Ja. Gertrude Kunhuta. Kunhuta. Ja. Ist sie jetzt niemand mehr, wenn sie es war, weil wir sie verraten haben? Hier sitzt noch jemand. Oder war die Gertrude oben zum... Was trinkt... Woraus trinkt die denn? Gott sei mit dir, werter Herr... Herr Ritter. Okay, sie war das. Ich möchte mit dir über den Geist sprechen. Ah ja, was ist damit? Konntest du ihn vertreiben? Ja, nun, sozusagen. Es gab gar keinen Geist. Nur Schuldgefühle und alte Sünden. Wahrheit und Buße haben geholfen, wo Zauber- und Räuchermischungen versagten. Und was ist ein Geist anderes als die Verkörperung von Schuldgefühlen? Scherze nicht über die Toten. Das Kreuz wäre nicht nötig gewesen, wenn du alles getan hättest, wie geheißen. Wir werden sie eh nicht abbringen, bekehren können insofern. Ich schätze, du hast recht. So oder so verschwand er erst, als sie ihre Sünden beichtete und ein Mahnkreuz errichtete. Glaub mir, die Mühe war umsonst. Hättest du nur etwas gewartet. Es dauert, bis der Rauch ins Jenseits vordringt. Einerlei, hier sind ein Trank und ein paar Kräuter für deine Mühen. Die Toten sollten uns so bald nicht wieder stören. Das hoffe ich. In letzter Zeit gibt es allzu viele Leichen in meinem Leben. Möge Gott über dich wachen. Dreimal Brennnessel und sechsmal Kamille und Trank, viermal Johanniskraut. Das bekommen wir wohl alles, was es gibt, oder? Nee, Ringelblumenaufguss. Oder war die Kunhuta da bei Uschitz? Also, Moment, wo meinte ich, welches Kräuterweib noch?
Hinten war ja auch noch eins. Moment. Da. Das war, meine ich, auch noch. Da, ja, Kräuterkundler. Da war noch was und... Moment, Moment. War hier hinten nicht noch was? Oder war hier bloß ein Tisch? Eine Höhle. War hier nicht noch ein Tisch? Schenke, das war das Holzfällerlager. Der Jackel. Da. Kräuterkundler. Da war noch einer, den meinte ich. Das war aber nicht Gertrude, das ist halt überhaupt viel zu weit weg. Und gab es hier oben noch jemanden? Alchemietisch. Aber er wird auch ein Kräuterkundler sein. Ein Tisch ist ja nicht einfach nur so da. War das die Gertrude? Weil das war ja bei Uschütze hier. Christa, du Henne, mach's Maul auf. Auch so ein schöner Moment. So ein lustiges Spiel. Naja. Ja. In die eine Richtung werde ich jetzt noch gehen, damit wir das einfach komplettieren. Upala. Und ich weiß immer noch nicht, was das Klopfrad zu bedeuten hat, welchen Hintergrund, warum das klopft. Einfach nur, weil man damit zeigen kann, hey, ich habe was gebastelt, was der macht. Toll, oder? Einfach mal seinen Basteltrieb nachgegangen und dann ist halt einfach was bei rausgekommen, was jetzt nicht direkt einen Nutzen hat, aber es macht halt was. Entweder das, da haben wir den Ring her, von Drahomira. Oder es gibt da noch einen Hintergrund, den würde ich halt gerne wissen, wenn es einen gäbe. Aber ich will ja auch noch wissen, was Nijak Nijak heißt. Ja. Sieht es am ehesten so aus, als könnte jemand auf uns lauern. Hier sieht es nämlich ziemlich abgeschieden und verwunschen aus. Hier können also auch böse Buben sein. Banditen gegen Kuman. Naja, wenn sie sich lieb haben, die haben sich schon irgendwie verdient. Lass die mal in Ruhe. Jetzt locken wir die mal nach der Detschko. Die werden sich freuen, die Leute. Ist ja schon hier hinter der Bäckerei bei der Mühle. Mit den Müllersleuten am Wasser. Ja. Na gut, dann gebe ich es mal auf, dann wird mit dem Helsin wohl einfach nichts sein. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.